Machen wir? Ja, schön. Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, herzlich willkommen zu einem Rental Report aus der Spielbude. Ist aber gar nicht so richtig, weil wir heute eigentlich zwar ein Spiel spielen, wo man die Figürchen wie bei einem Tabletop zusammenkleben muss. Allerdings ist es doch eher ein Brettspiel, würde ich sagen. Nein. Ja, du hast... Per Definition nicht. Es ist ein Tabletop. Aber es ist kein Tabletop-System wie die klassischen Tabletop-Systeme, wo man sich stundenlang durch Regeln fuchsen muss. Genau. Und Millionen von Euros ausgeben. Und 10 Millionen Ideen hat, wie man seine Armee angreifen soll. Sondern es ist eher eine Mischung aus Zombicide und einem kleinen Skirmish-Tabletop. Ja. Die Rede ist von Project Z. Und wir sind gerade ein bisschen auf dem Zombie-Trip. In dem Moment, in dem wir das ganze Ding hier abdrehen, ist quasi Halloween. Und die neue Walking Dead-Staffel ist angefangen. Jetzt bitte in euren Köpfen die The Walking Dead-Titelmelodie einspielen. Ja, genau. Ich wollte sie gerade summen, aber das wäre mal brachial in die Buchse gegangen. Ist doch hier das ist Geigen, Seiten... Ich weiß es nicht. Vor allem das Problem ist, ich habe jetzt gerade die von Game of Thrones im Kopf. Das würde sowieso im Desaster enden. Und wir haben das Copyright nicht. Auch das ist richtig, genau. Deswegen müsst ihr euch das selber irgendwie zusammen probieren. Wir spielen auf jeden Fall heute die Starterbox. Das heißt, ich habe die Motorbike Gangers und der Ton. Nein. Survivor. Schön, danke. Die Toneffekte sind auch schon da. Wir spielen die allererste Mission aus dem Spiel, um euch das Ding ein bisschen zu zeigen und um ja ein bisschen unserem Zombie-Drang nachzukommen. Ja, also das ist von Warlord Games. Genau. Starterbox, also zwei Survivor-Teams plus Zombies drin. Kleine Einschränkung, nicht, dass ein großer Fan von Warlord Games gerade zusteht und sich denkt, was soll denn das? Die Überlebenden und die Bike habe ich schon bemalt, die Zombies noch nicht, deswegen die Zombies freundliche Leihgaben aus unserem Demospiel hier im Laden, von Zombieside. Genau, was allerdings passt, die Größen sind identisch. Die Größen sind identisch, sind blutige Zombies, genau. Halt verwiesen. Obwohl ich sagen muss, dass mir die Zombie-Miniaturen hier in Project Z auch sehr gut gefallen. Ja, weil du auch so welche hast, so mit abgetrenntem Torso, die so... Besonders gut finde ich den Typen, der gerade von seiner OP nochmal aufgestanden ist, mit OP-Hemdchen und... Ja, genau. Also, meiste Miniaturen, ja. Deswegen Tabletop, weil muss doch zusammenkleben. Genau, das muss man. Es sei denn, ihr bestellt das Ding bei uns im Online-Shop oder kauft im Laden, da könnt ihr euch das Ding nämlich auch zusammengebaut direkt, oder? Ja. Und mal ein wenig Werbung einfließen lassen. Ganz dezent. <Ja. lacht> Vielleicht eine ganz kleine Warnung sollte man vorher vielleicht, fällt mir jetzt gerade ein, du weißt gar nicht, wovon ich jetzt spreche, aber zwar würde ich sagen, wir sollten schon eine Spoiler-Warnung aussprechen. Spoiler! Wenn wir mit Zombies durch Städte durchrennen und, nein, gar nicht, durch Städte durchrennen, um Zombies umzuschießen, könnte es natürlich sein, dass unbeabsichtigt der ein oder andere Spoiler irgendwo aus irgendeiner der bisher gelaufenen sechs Walking Dead Staffeln kommt. Einige der Überlebenden haben ja auch verblüffende Ähnlichkeiten. Dezent, nicht wahr? Dezent. Nein, dezent. Sind natürlich vollkommen anders, aber total. Man erkennt sie auch kaum. Überhaupt nicht. Dementsprechend, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder gerade mal bei Staffel 1, Folge 1 seid und ihr euch auf keinen Fall spoilern lassen wollt, dann seid stark, überhört es einfach und allen anderen wünschen wir dann viel Spaß beim Zuschauen. Dennis, eine Frage hätte ich noch. Oh ja. Erstens, wenn jemand die hier zusammengebaut kaufen kann, warum habe ich die dann nicht zusammengebaut bekommen? Und zweitens, wenn die jemand zusammengebaut kaufen will, muss ich die dann zusammenbauen? Okay, also wenn ihr eine zusammengebaute Ladenversion, dann denkt... Kann auch von mir. Meine Finger sind dann immer so zusammengekriegt. Ja, ich finde, die sehen nach aus wie Dr. Zoidberg. Ja, nein. Die gibt's da. Einer der drei von der Matchstelle wird dir dann mit seinen Händen. Die drei von der Matchstelle? Die drei von der Matchstelle. Ja. Also. Ich schäme mich, ich gehe. Na, ist gut. In der Zeit überlege ich mal, wie ich jetzt gerade den Übergang, weil jetzt kommen wir zu unseren Armeen, ist auch Quatsch. Willkommen zu dem kleinen Ort, der jetzt echt hart umkämpft wird und zeigen euch einmal, worum es jetzt geht. Also einer müsste von uns jetzt zur Kamera gehen, um die auszumachen. Bidim! Das war die Warnung für Dennis. Das hier ist unser kleines ländliches Dorf.
Genau. Warum kommen Biker und Überlebende in so ein kleines Dorf? Ganz einfach. Wir gewinnen eine Menge Loot. Sie haben gehört, da, von der Polizei, dass du deinem Sohn einfach mal eben ein Spielzeug-Moped geklaut. Jein, das war allerdings, das war seine Ablage, das ist nämlich schon kaputt, dementsprechend passt das ganz gut, genau. Die Pieper-Polizei wollte so ein paar Hilfsgüter vorbeibringen, hat es leicht verkackt, dementsprechend liegen sie nur so in der Mitte rum. Vom Aufbau her, hier vorne kommen die Biker rein. Also du hast, vielleicht sollten wir das nochmal sagen, je nach Szenario darf man drei Karten wählen. Genau, teilweise und 4, 5. Karten bedeutet immer, man hat da die Sachen draufstehen, was sie können, wie schnell die sind, wie gut die verteidigen können, wie gut sie draufhauen können und wie gut die schießen können. Das Ding hier ist am Anfang etwas irritierend, weil das Spiel hat eine riesen Liste dabei, welche Waffe kann was. Und da muss man separat nachschauen und dann guckt man am Modell, was haben sie denn. Also die freundliche junge Dame hier vorne, die hat, sofern die Kamera scharf steht, einmal eine schallgedämpfte Uzi und eine Axt. Eine Axt. Und zwar in dem, also so wie das Spiel kommt, sind da Gussrahmen drin und ihr habt verschiedene Optionen. Das heißt, ihr könnt auch verschiedene Waffen modellieren, denn in diesem Spiel gilt eisernes What you see. Genau, was man sieht, das ist auch dran. What you get. Genau. Ja, deswegen. Sollte man zumindest machen, sonst wird irgendwas verwirrend, weil wie gesagt, es sind keine Profile da. Dann stehen da noch Gridmarker drauf, das ist eine Art Joker im Spiel anschließend. Und es steht mal drauf, wie viele Püppis man mitnehmen darf. Ne? Ich habe jetzt hier insgesamt 4 normale Gangmitglieder, die in der Gegend rumrennen. Die Kollegen zu Fuß. Genau. Und auf meiner dritten Karte habe ich noch 2 normale Bikes. Die gibt es auch noch mit Schnittchen hinten drauf. Ja, richtig. Um einfach alle Klischees mal schön aus dem Film irgendwie. Genau, die gibt es in den Erweiterungsboxen. Genau. Genau. Und dann stehen, wie gesagt, da steht Rip mit seiner Truppe. Wer? Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich gehe aber trotzdem mal hin. Und zwar habe ich nämlich 3 Karten. Einmal 4, einmal 3 und nochmal 3. Überlebende macht insgesamt 10. Und das hier sind sie. Ich habe hier einmal den fetten Pizzaboten mit einer Kalaschnikow. Ich habe einen kleinen Jungen mit einer Uzi. Ja, komisch, ein kleiner Junge mit einer Uzi. Hier, der kommt direkt aus dem Film Matrix. Wer Shaun of the Dead kennt, ja, könnte sich denken, ob das hier irgendwas damit zu tun haben könnte. Die beiden Kollegen, die haben uns doch mal so scharf so an jemanden in der. Ja, für Glenn ist selbst der zu klein, ne? Also, wer auch in der ersten Staffel hängt? Ja, also. Für Glenn. Nein, hier, der Kleine. Ach, Karl. Karl, ja. Karl. Also die sind hier und die sind so ausgestattet, wie sie sind. Also er hier hat die Brechstange oder die Gartenkralle, Molotow-Cocktail. Gartenkralle. Ja, aus, kennst du auch Half-Life? Ja. Haben wir so einen Gartenkralle. Hier, der hier hat ein Sturmgewehr, Kettensäge und so sind die Jungs dann bei mir drin. Und wir spielen um dieses Dorf. Genau. Spannend dabei ist, wir haben einmal hier einen Zombie-Marker, die kommen aus so einem kleinen Wald raus. Genau. Krabbeln aus diesem infizierten Haus. Da aus dem Bauernhaus. Und hier aus der Kirche, die ist auch nicht mehr ganz so frisch und sicher. Ja. Und das, was wir gerne haben wollen, das sind Güter halt, die es hier irgendwo gibt. Einmal 3 Stück hier in dem Polizeiwagen, dann liegt hier noch was rum und hier unten ist auch noch was. Und das Spiel funktioniert, oder diese Runde funktioniert so, dass wir die Güter quasi in unser Lager abtransportieren müssen. Und unter den Markern steht drauf dann, wie viele Siegpunkte wir für das ganze Ding bekommen. Wer das Spiel zu Hause hat und sich denkt, was machen die denn da? Das finde ich gar nicht mal im Regelheft. Richtig, ja. In der Form ist die Mission 1 auch nicht aufgezeichnet. Eigentlich sieht das von den Platzierungen etwas anders aus. Aber wir haben es... Aber das Schwänchen spielt da hinten AOS. Hallo. Genau. Und deswegen haben wir uns hier vorne hin... Genau. Ja, aber wir beide sind kleiner, deswegen haben wir gesagt, spielen wir hier bei einem Tisch bei den Kinderspielen, das kommt dann ganz gut hin. Für die, die es zu Hause spielen wollen und sonst nur Brettspiele spielen, das Ding muss nicht so groß sein. Eigentlich ist die Fläche auch halb so groß. Aber als Tabletopper ungefähr haben wir so gedacht, ja komm, machen wir mal groß. Ja. Wichtig noch, ihr seht hier oben 2 Würfel. Der grüne Würfel zeigt an, wie viel der Spielzug, also der erste logischerweise. Und der fleischfarbene Würfel, der rosafarbene, Fleisch. Lecker, man. Der zeigt an, wie viele Zombies in der Zombiephase pro Spawnpoint aufs Spiel kommen. Und im Szenario ab Runde 3 eskaliert es, weil durch unser Rumgeknatter und Rumgebrülle kommen immer mehr. Und ab Runde 3 sind es 5. Also eine Menge. Genau. Ja. Vielleicht noch zum Inhalt der Box.
Ach so. Muss auch wirklich nicht Tabletop und Maßband und alles haben, weil das Ding reicht von der Reichweite super aus. Die Bewegung seht ihr jetzt gleich, die findet frei statt, aber alles noch im sehr ist so entspannten Rahmen. Tabletop für Einsteiger, ne? Also die Modelle sind auch im Verhältnis leicht zu bauen. Die bestehen meist halt nur aus Beine, Torso, Kopf und Arme und Beine. Genau. Also die linke Arm, rechte Arm. Ja, den Rest des Spiels, wie das funktioniert, wer sie sind und wem sie tun, machen wir dann gleich im Spiel. Jetzt! Direkt vorab. Wir haben beide aufgebaut. Genau. Jetzt, wo sind meine? Weiß ich nicht, was. Ja. Ich ruhig um. Wir würfeln jetzt beide diese Würfel und wer mehr von den... einmal kurz einen Würfel. Macht das. Das ist ein Pow. Das ist immer gut. Das heißt, das ist Schaden. Das ist später gut beim Schadensreserver. Das bedeutet, du bist schockt. Das heißt, du fällst um. Und dann hast du noch das Händchen drauf. Das ist ein Verteidigungssymbol. Das will man immer gerne haben, wenn man denn verteidigen muss. Ansonsten bedeutet das Fleischwunde. Das bedeutet, glaube ich, schockt und das bedeutet slain. Oder andersrum. Aber gut, wir beide würfeln jetzt diese 5 Würfel zusammen. Also, wenn der Dennis sich dann wieder herbequemt. Hallo, Dennis! Also, ich suche mal einen Trank. So, und wer von uns mehr von den Paus hat, der ist der Acting Player und das wird jede Runde ausgelöst. Genau. Also, wer ist Acting Player zur Runde 1? Ich habe 2 Paus. Ich habe 1. Yay! Damit darfst du anfangen. Damit fange ich an. Wie läuft so ein Spielzug ab? Ganz grob, erst ist die Bewegungsphase, das heißt der Acting Player. Aktive Spieler. Aktive Spieler, das heißt, ich bewege alle zuerst, dann bewegt Dennis zuerst und dann kommen die Gehirne, dann kommen die Zombies. Mhm. Und danach, allem drum und dran, was auch, genau, danach kommt Schießen, danach kommt Nahkampf und dann kommt die Wiederherstellungsphase, die heißt... Die Anleitung ist auf Englisch. Genau. Ne? Also wichtig, falls ihr euch das zu kaufen seid, der englischen Sprache leider nicht mächtig. Das Regelwerk ist aktuell in der Box leider nur auf Englisch. Ja. Wobei das Englisch ist schon noch. Ja, aber wenn du gar. Wenn du so Englisch sprichst wie ich, Japanisch, dann nützt dir das halt nichts. Ich habe mein Getränk wieder gefunden. Yay! Das ist scheiße, wenn die Dose bunt ist und der Rest des Ladens auch bunt ist. Ja, das die ist läuft hier. Ich mal in einen schwarz-weißen Laden um. I totally agree with camouflage. Dann kommen wir zu. Achso, damit ihr das versteht. Meine Gruppe ist genannt. Also grundsätzlich sind alle Menschen Survivor im Vergleich zu Zombies. Aber meine Fraktion heißt Survivors und seine Fraktion sind die Motorbikers. Motorbikers. So, dann kommen wir jetzt zu Survivors. Rick und Karl. Ich meine Survivors Zug 1.